damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video für zwischendurch. Und wie ihr seht, ich habe hier ein kleines neues Spiel im Angebot, was mich das letzte Mal wirklich sehr inspiriert hat, es selbst mal auszuprobieren. Und zwar geht es um den Window Cleaner. Der ein oder andere kennt dieses Spiel vielleicht schon von Gronkh. Der hat vor knapp einer Woche dieses Video dazu hochgeladen, wo er 43 Minuten den Window Cleaner spielt. Und da habe ich mir gleich sofort gedacht, da man sich dieses schöne Spiel ja nur kostenlos runterladen kann, habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze doch einmal und ich teste das Ganze einmal selbst. Also ich habe tatsächlich ganze knapp 26 Minuten dieses Spiel getestet und dabei aufgenommen, um mal festzustellen, worum es wirklich in diesem Spiel geht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, in diesem Spiel herrscht so viel Action, das glaubt ihr gar nicht. Also wer es noch nicht gespielt hat, der macht es jetzt auf jeden Fall. Es wird sich wirklich sehr lohnen. Da steckt so viel feinste Arbeit in diesem Spiel, man glaubt es kaum. Also wie ihr seht, wir sind ja schon fleißig am Fenster putzen. Das sagt der Spielname ja schon bereits aus. Wir müssen Fenster putzen. Und zwar befinden wir uns auf einer Art Gerüst, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir können mit den Tasten zum Laufen auf der Tastatur nach links und nach rechts. Und mit W bestätigen wir denn, dass wir dieses Fenster, wovor wir stehen, putzen bzw. säubern möchten. Das ist das Einzige, was man in diesem Spiel machen muss. Ob man hier eigentlich ein neues Level erreichen kann? Ich denke mal, jetzt fahren wir eine Etage hoch, haben wir in dem Sinne das nächste Level erreicht. Und zwar müssen wir dann wieder von links nach rechts die ganzen Fenster 1a säubern. Und es ist gerade Nacht. Das heißt, selbst in der Nacht sind wir schon dabei, die Fenster zu putzen. Ich weiß nur gar nicht, macht das wirklich Sinn, wenn man nichts sieht, beziehungsweise nur ganz wenig. So viel Licht haben wir doch hier gar nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier mitten in der Nacht am Fenster putzen und ihr könnt mir dabei zuschauen. Eine kleine Gedenksekunde an dieses schöne Spiel. Okay, das reicht, glaube ich. Die Sekunde ist um. Und jetzt reden wir doch einfach nochmal über dieses Spiel selbst. Also Gronkh hat mich wirklich dazu... es fängt an zu regnen. Wir werden nass auf dem Kopf, aber wir haben jetzt zum Glück eine kleine Cappy auf. Auf jeden Fall wurde ich dazu inspiriert, hier dieses Spiel einfach mal selbst auszuprobieren, um zu sehen, was es wirklich für ein blödsinniger Schwachsinn ist. Das Einzige, was man hier wirklich nur zu machen hat, ist Fenster zu putzen, sonst nichts anderes. Wir stehen hier also dahinter einer Stadt. Wie man sieht, kann man in den Fenstern die gespiegelte Stadt sehen, also wir befinden uns auf jeden Fall in einer Großstadt, denke ich jetzt mal. Und mich würde es auch interessieren, welche Stadt. Dann hätten wir ja unseren Fensterputzer mal besuchen können. Auf jeden Fall befinden wir uns hier in einer Stadt. Und wir müssen hier wirklich ein Hochhaus putzen mit was weiß ich wie vielen Etagen. Ich denke mal irgendwie ein Haus mit knapp 100 Etagen. Und erst dann können wir mit einem anderen Haus, beziehungsweise auch links oder rechts mit den Fenstern weitermachen. Denn wie ihr seht, wir machen ja nur so die mittlere Reihe, links und rechts, ist ja auch noch alles dreckig. Oh, Taube. Habt ihr das gesehen? Die Taube ist gegen das Fenster geflogen und ist abgestürzt. Oh mein Gott, es gibt wahrscheinlich doch noch gewisse Effekte in diesem Spiel. Da warten wir mal ab. Auf jeden Fall links und rechts, die Fenster müssen doch auch noch geputzt werden. Was machen wir denn mit denen? Vielleicht haben wir doch noch Arbeitskollegen.
Aber so wie es aussieht, sind wir hier ganz alleine. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier noch andere Leute haben, die mir beim Putzen helfen. Auf jeden Fall, wie man sieht, es wird auch langsam Tag. Also es gibt auch anscheinend so einen gewissen Tag- und Nachtzyklus, finde ich schon erstaunlich für dieses Spiel. Wie man sieht, die Grafik finde ich eigentlich auch relativ. Die Grafik ist eigentlich in dem Sinne besser als so bei manch anderen Spielen. Das liegt auch daran, weil hier bei diesem Spiel auch nicht wirklich viel an Einzelheiten berechnet werden muss. Außer diese kleine Taube, der Tag- und Nachtzyklus oder vielleicht die gespiegelte Stadt oder vielleicht mal ein bisschen Regen, der vom Himmel kommt. Ansonsten muss hier bei diesem Spiel eigentlich nichts berechnet werden. Und deswegen konnten sie bei der Grafik anscheinend ein bisschen mehr ausbauen, was im Endeffekt aber eigentlich nichts bringt, weil dieses Spiel totaler Käse ist. Ich frage mich ehrlich gesagt, was haben sich die Entwickler dabei gedacht, einen Window Cleaner zu gestalten, zu produzieren? Was haben sie sich dabei gedacht? War das wirklich nur pure Langeweile? Deswegen haben sie dieses Spiel entwickelt oder hatten sie wirklich gedacht, dass aus diesem Spiel mal was werden soll? Oder ist das vielleicht nur ein kleiner Test gewesen, den sie einfach mal entwickelt haben, um zu wissen, was könnten sie noch so produzieren, zu was sind sie noch so in der Lage? Aber ansonsten kann ich mir sonst keinen anderen Reiz vorstellen, so ein Spiel zu entwickeln, was wirklich noch weniger sinnvoll ist als eine ganz normale Simulation. Das ist ja auch eine Simulation, aber trotzdem, wer spielt freiwillig, der wirklich nicht irgendwie dazu gezwungen wird, den Window Cleaner, hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser abrunden sollen. Vielleicht noch ein bisschen Musik, ein bisschen mehr Action, Feuer oder was weiß ich. Vielleicht, das Ganze ist einfach zu eintönig geraten. Nee, jetzt ganz mal im Ernst. Wer spielt den Window Cleaner? Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt mal knapp 26 Minuten getestet. Und ich muss wirklich sagen, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Man sitzt also vor seinen Fenstern, geht von rechts nach links und von links nach rechts, drückt die W-Taste auf der Tastatur, um die Fenster zu putzen. Dann hat man eine ganze Reihe durch und man darf mit der nächsten beginnen. Wirklich alles, was man hier in diesem Spiel zu tun hat. Wahrscheinlich befinden wir uns hier auf irgendeiner Meisterschaft. Wir machen ein Wettputzen. Links und rechts sind vielleicht meine Konkurrenten. Aber ich denke, so gemütlich. Was kommt denn da? Die Taube schon wieder? Fliegt die schon wieder gegen die Scheibe? Ich glaube, die hat nicht so richtig den Drang, sich richtig bewegen zu können. Sie fliegt immer gegen die Scheibe dort vorne. Schon das zweite Mal. Ich hab gedacht, dass es aus Zufall so passiert. Aber auch selbst das haben sie berechnet, dass im regelmäßigen Abstand diese Taube dort gegen die Fensterscheibe fliegt. Was wäre wohl gewesen, wenn wir vor dieser Scheibe dort gestanden hätten? Dann hätte uns die Taube wahrscheinlich umgebracht, verletzt. Was hätte sie wohl mit uns gemacht? Sie hätte uns mitgenommen. Sie hätte uns abgeschleppt. Sie hätte uns gegriffen und wir wären mit ihr durch die Stadt geflogen. Oder? Nein, ich denke nicht. Aber trotzdem, ich hätte ja eigentlich gedacht, wenn das eher als so ein kleiner Nebeneffekt mal so gewesen wäre, wäre es ja mal ganz fein gewesen. Aber selbst das ist berechnet, dass wahrscheinlich immer in einem gewissen Abstand bzw. Zeitraum diese Taube gegen die Fensterscheibe fliegt. Immerhin passiert hier noch was. Nicht ganz so. Wir sind nicht ganz so alleine hier in diesem Spiel, in dieser Großstadt. Immerhin haben wir noch gewisse Effekte, die uns
begleiten, während wir hier den Fensterputzer bedienen und nebenbei ein bisschen was dazu erzählen. Und jetzt fängt es übrigens schon wieder an zu regnen. Wir haben ja heute ein richtiges Schiedwetter erwischt. Aber es regnet und im Hintergrund sieht man die Wolken, eher gesagt am blauen Himmel. Kann doch irgendetwas nicht ganz stimmen. Also mit den Effekten, mit der Realität hat das irgendwie nicht viel zu tun, denn die Wolken sind ja im Endeffekt ja eigentlich keine Regenwolken. Und das meiste, was man dort sieht, ist blauer Himmel und trotzdem regnet es. Ist irgendwie schon komisch. Ich hätte mal mitzählen sollen, auf welcher Etage wir uns mittlerweile befinden. Wir sind ja schon ein paar Mal nach oben gefahren. Wenn man ganz leicht darauf achtet, dann sieht man auch, dass die Stadt im Hintergrund sinkt so ein bisschen ab. Das heißt, wir sind schon relativ hoch. Bestimmt sind wir mittlerweile auf Etage 50. Nee, nicht ganz 50. 20 vielleicht. Ich hätte jetzt mal mitzählen sollen, habe ich aber leider nicht getan. Schade, aber ich frage mich auch in dem Sinn noch, hat das Ganze überhaupt irgendwann ein Ende? Gibt es ein gewisses Ziel, was man hier erreichen kann? Ich glaube eigentlich nicht. Denn das ist ja eher, man könnte es mit Sicherheit schon bald als ein endlos Fensterputz-Simulator betrachten, der eigentlich eine Ewigkeit gehen wird. Ich habe es aber keine Ewigkeit gespielt. So weit werden wir heute leider nicht kommen. Aber trotzdem habe ich das Ganze für euch mal ausprobiert, um selbst die Erfahrung von diesem Spiel sammeln zu dürfen. Und da kommt auch schon wieder die Taube. Und sie fliegt gegen die Scheibe. Wer hätte es gedacht? Aber sie hinterlässt gar keinen Abdruck. Die Scheibe sieht noch ganz genauso aus, wie sie vorher aussah, bevor die Taube noch nicht da war. Normalerweise müsste sie einen kleinen Abdruck hinterlassen, aber selbst dieser Effekt war zu viel für dieses Spiel. Auf jeden Fall, dieses Spiel kann man sich tatsächlich kostenlos runterladen und es sorgt für wer weiß wie viele Stunden Spielspaß. Also wenn ihr mal nichts zu tun habt, wenn ihr mal Langeweile habt und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, dann spielt doch einfach mal den Window Cleaner. Hoffentlich kommen davon bald noch mehr Versionen raus. Ich habe das so gehört, dass das eher gesagt schon der zweite Teil von dem Window Cleaner sein soll. Es gibt wahrscheinlich schon ein erstes kleines Spiel dazu. Hätte mich ja mal interessiert, wie das aussehen würde. Das ist also schon eine Art Erweiterung, naja nicht Erweiterung, aber eine Fortführung von dem eigentlichen originalen Window Cleaner. Ich frage mich, wo findet man solche Spiele? Man muss also schon regelrecht Fensterputz-Simulator oder das Ganze halt auf Englisch Window Cleaner eingeben, um solche Spiele zu finden. Auf jeden Fall, dieses Spiel kann man sich kostenlos runterladen und dann spielt doch einfach mal eine Runde Window Cleaner, wenn ihr mal nichts anderes zu tun habt. Ich glaube, das sollte jeder mal von euch ausprobiert haben. Ihr seht, ein actionreiches, spannendes und mit Blut vollgepacktes Spiel, was keine Altersfreigabe, glaube ich, besitzt. Das heißt, man könnte dieses Spiel, beziehungsweise ist es nicht begrenzt, man kann es ab 0 spielen. Selbst die Kleineren würden sich fragen, was ist das denn für ein Spiel? Das wird doch sofort in die Ecke geschmissen. Ach, ich frage mich eigentlich, wann geht es eigentlich weiter? Für diejenigen, die mein Video bis hierhin schon verfolgt haben, an denen schon mal einen herzlichen Glückwunsch, dass sie noch an Langeweile nicht oder wegen der Langeweile noch nicht eingeschlafen sind. Denn ich wäre das mit Sicherheit schon irgendwann, vor allen Dingen als ich dieses Spiel selbst
gespielt habe, wäre ich es beinahe. Deswegen musste ich wirklich aufpassen, dass ich die Aufnahme nicht verpinne und nachher aus Versehen 2 Stunden dieses Spiel aufnehme, denn diese 25, knapp 26 Minuten reichen vollkommen aus. Heute ist übrigens Freitag, der 21.12.2012. Wisst ihr, was es bedeutet? Muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Übermorgen schon der 4. Advent. Den wünsche ich euch jetzt schon mal so im Voraus einen schönen 4. Advent. Da ist dann die Adventszeit auch schon wieder vorbei. Meine Güte, ging das Jahr im Endeffekt wieder schnell. Gerade noch Sommer gehabt. Ich kann mich noch an die warmen Zeiten vor ein paar Monaten erinnern. So Juli, August, auch noch September, vielleicht auch noch so teilweise. Und nun haben wir schon den 21. Dezember 2012. Das Jahr ist fast zu Ende. 2012 ist bald abgeschlossen. Und wir dürfen 2013 begrüßen. Silvester steht also fast vor der Tür. Weihnachten steht fast vor der Tür. Und dann nehmen wir das ja auch schon wieder. Man glaubt es kaum, wie schnell denn doch die Zeit vergeht. Aber nichtsdestotrotz, unser Fensterputzer muss auch an Weihnachten arbeiten. Der bekommt leider kein frei. Das gleiche gilt auch für Silvester. Er muss seine Raketen von diesem Gerüst aus abschießen und dann damit in den Himmel schießen, um das kleine Feuerwerk genießen zu dürfen. Den Urlaub hat er leider nicht bekommen. Die ganzen anderen Fensterputzer haben sich schon frei genommen. Da war für ihn keine Zeit mehr, sich auch noch Urlaub nehmen zu können. Deshalb muss er dieses Jahr, im Jahr 2012, leider auf seinen Urlaub, was Weihnachten und Silvester betrifft, verzichten. Selbst Neujahr steht er schon wieder an seinen Fenstern und ist am Schrubben. Was soll man machen? Man kann halt nicht immer Glück haben. Deswegen genießen wir diesen Moment, wo wir ihn dabei zuschauen können. Denn ich glaube nicht, dass man gerne beobachtet wird, wenn man seine Arbeit ausführt. Aber uns bleibt ja momentan nichts anderes übrig, als ihn von hinten anzustarren und ihm beim Säubern der Fenster zuzuschauen. Aber schaut euch das an, wie sauber er die kriegt. Schaut euch die Fenster an, wo es noch dreckig ist. Und schaut euch die sauberen Fenster an. Auch ein wundervoller Effekt, den sie dort hingekriegt haben. Das ist eigentlich sehr begeisternd. Kann es sich gar nicht anders vorstellen. Auf jeden Fall, es lohnt sich tierisch, dieses Spiel zu spielen. Es ist auch nicht langweilig oder so. Nein, wirklich actionreich, wie ihr seht. Der Tag- und Nachtzyklus ist auch vorhanden. Ich habe das Gefühl, es wird langsam Abend. Sind wir also schon einen ganzen Tag dabei, hier unsere Fenster zu säubern. Auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu spielen. Actionreich, wie man sieht. Fröhliche Musik, ein bisschen Verkehrschaos und ansonsten ist doch alles hier ganz ruhig. Also für diejenigen, die das Leben ein bisschen lockerer nehmen, die sich wirklich entspannen wollen, die holen sich wirklich den Window Cleaner. Denn da kann man sich auf jeden Fall entspannen. Passt aber auf, dass ihr am besten nicht sofort einschläft, denn das könnte ein kleiner Nachteil sein, denn steht ihr nämlich umsonst dort rum und er vergeudet nur seine Zeit und kriegt wahrscheinlich noch Ärger von seinem Chef, weil er in den ganzen Tag nicht ein einziges Fenster geputzt hat. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht gekündigt werden, jetzt noch vor Weihnachten seinen Job zu verlieren, wäre die größte Katastrophe, die jemals geschehen könnte. Und deswegen werden wir noch umso mehr hier schrubben und machen und tun. Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Gehaltserhöhung. Eine Lohnerhöhung. Warum jetzt schon wieder die Taube? Nun reicht es langsam. Wir kennen
mittlerweile dieses Taubenspiel. Also eine kleine Lohnerhöhung könnte uns auf jeden Fall auch nicht schaden. Denn dann macht unsere Arbeit doch gleich doppelt so viel Spaß. Falls es Leute von euch gibt oder falls welche unter euch noch weitere Spiele kennen, die wirklich so entspannend wie der Window Cleaner sind oder vielleicht noch entspannender, ich weiß es ja nicht, was es noch so alles gibt, der kann mir doch gerne Bescheid geben, entweder hier per YouTube-Nachricht in den Kommentaren oder vielleicht auch einfach hier bei Google Plus, bei Twitter. Ihr habt da ja mehrere Möglichkeiten. Und dann könnt ihr mir doch mal erzählen, was es tatsächlich noch so für Spiele gibt. Vielleicht Spiele solch einer Art, vielleicht Simulationen, vielleicht auch ganz andere Spiele, die einfach totaler reinster Käse sind. Da könnt ihr mir mal gerne Bescheid sagen. Dann könnt ihr mir vielleicht mal das ein oder andere Spiel schicken, entweder per Link, wo man es sich kostenlos downloaden kann, oder einfach mal den Namen eines solch entspannten Spiel zu schicken, entweder in den Kommentaren oder einfach per Nachricht. Dann werde ich dieses Spiel wahrscheinlich auch mal ausprobieren, ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das Ganze so finde. Also der Window Cleaner ist wirklich zu empfehlen für diejenigen, die schon immer einmal Fenster putzen wollten. Für diejenigen ist dieses Spiel wirklich zu empfehlen. Für diejenigen, die da nicht so für sind, sollten es lieber lassen, denn es kann wirklich zu entspannend werden, dass man dieses Spiel vor Langeweile schon wieder beendet. Also man darf es nicht übertreiben mit dem Spielen, man sollte es wirklich nur in Maßen ausführen und dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Also wenn welche unter euch noch weitere solche Spiele kennen, dann würde es mich doch freuen, wenn ihr mal ein paar Spiele erwähnt und dann werde ich die auch mal ausprobieren. Ich werde dieses kleine Format einfach mal Let's Quatsch nennen. Da quatschen wir hier einfach mal so ein bisschen und spielen ein jeweiliges Spiel, was wirklich tot langweilig ist. Das finde ich doch eigentlich eine ganz gute Idee. Da kommt man mal auf ganz andere Themen zu sprechen als in einem ganz normalen Let's Play. Übrigens, es ist schon wieder Nacht. Es wird dunkel und es fängt an zu regnen. Jetzt hätten wir mal ruhig einen Regenschirm mit dabei haben sollen. Aber leider wird uns sowas nicht gegeben und leisten können wir uns sowas auch nicht. Deshalb würde ich mich ja freuen, wenn ich eine Lohnerhöhung demnächst von meinem Chef bekommen würde. Also ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier erstmal von unserem kleinen Fensterputzer, von dem Window Cleaner. Wie gesagt, dieses Spiel kann man kostenlos ausprobieren. Und ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen, das Ganze einfach mal zu testen. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier erstmal. Danke fürs Zuschauen für diejenigen, die es wirklich getan haben bis hierhin, ohne ein kleines bisschen vorzuspulen. Schreibt es übrigens mal in die Kommentare unten rein, wer das wirklich hier bis zum Ende geschaut hat. Würde mich wirklich mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen vierten Advent an dieser Stelle und eine schöne Weihnachtszeit. Genießt dieses schöne Fest. Bis dahin erstmal macht's gut und noch ein schönes Schrubb Schrubb und Putz Putz hinterher von mir. Also bis dann.